Steven aus Metall, Historie auf vier Rädern. Im Hamburger Autohaus Mirbach und Dost findet jeder Schatz seinen Liebhaber. Oldtimer sind eine Leidenschaft, das ist Kunst im Ingenieurswesen. Das ist so ein bisschen wie mit einem Gemälde, was man wunderschön findet und was man dann gerne haben möchte. Deutschlands ältester Oldtimerhandel, gegründet von Klaus Mirbach. Seit Januar dabei Juniorchef Klaus Dost. Er kennt sich schon bestens aus. Der Kundenstamm für Oldtimers ist eigentlich von jung bis alt, von Leuten mit einem kleinen Budget bis großes Budget. Es ist eigentlich eine gemeinsame Leidenschaft, die die Oldtimer-Sammler oder Oldtimer-Fans verbindet. Und die Leidenschaft ist den Kunden einiges wert. Mein teuerstes Fahrzeug, was ich je verkauft habe, lag unten bei 150.000 Euro. Herr Mirbach hat natürlich schon diverse Fahrzeuge verkauft, von wenigen tausend Euro bis hin zu mehreren Millionen. Nicht nur die Anschaffung geht ordentlich ins Geld. Die alten Ladies möchten gepflegt werden. Restaurationen können schon sehr aufwendig sein, kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Es gibt aber Restaurationen, da muss man wirklich das komplette Fahrzeug auseinandernehmen, Teile vom Blech ersetzen, neu einschweißen, Motoren komplett auseinanderbauen, eine Motorrevision machen. Aber der Aufwand lohnt sich. Viele Leute sehen die Autos als Geldanlage. Auf der Bank bekommt man keine Zinsen für sein Geld. Alternativen wie Immobilien, Schmuck, Kunst oder halt Oldtimer sind da momentan stark im Kommen. Mirbach und Dost ist vielleicht nicht der größte Oldtimer-Händler, wohl aber einer der vertrauenswürdigsten. Neulich, was sehr interessant war, habe ich ein Fahrzeug von 1935, ein Adler Triumph Junior 1500, in die USA verkauft, was wirklich komplett übers Telefon abgelaufen ist. Der Mann hat angerufen, hat das Fahrzeug im Internet gefunden, hat ein, zwei Fragen gestellt und hat dann wirklich übers Telefon ein Fahrzeug für über 100.000 Euro gekauft, voller Vertrauen, und wir haben es dann halt im Container verschifft. Und so unnachahmlich wie der Klang, ist auch das Fahrgefühl. Ein Oldtimer fährt sich ursprünglicher. Man hat keinen Assistenten wie ABS oder Anti-Schlupfregelung. Eben ein Auto mit Charakter.